Einen wunderschönen guten Metal, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr wundervollen Menschen. Wir schauen uns heute ein Video an. Ja, natürlich wieder mal YouTube-exklusiv. Wenn es demnächst meine Uploads von Twitch geben sollte, werde ich dahinter schreiben, mal Twitch-Upload, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Ich habe von manchen von euch gehört, ey, geht mir auf den Sack und so weiter. Allerdings haben die immer noch so zwischen 88 und 93% Like-Dislike-Verhältnis. Also im positiven Sinne. Also ich denke, es könnte noch ein paar Leute geben, denen es gefällt. Für die lade ich das dann hoch. Ich werde demnächst aber auch versuchen. Nicht zu 100%. Nicht zu 100%, sage ich gleich. Ich werde aber versuchen, wenn es Stellen gibt, wo halt Leute, was weiß ich, wirklich 5 hintereinander abonnieren oder so, dass ich das rausschneiden werde. Ne? Dass ich euch da nicht so hart auf den Sack gehe mit der Musik und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Oder falls da halt urlange Sprachnachrichten kommen. Ich werde schauen, dass ich das ein wenig schneide. Ja? Und ja, ich werde auch wieder mehr YouTube-Videos exklusiv machen, also hier für YouTube. Und wir werden demnächst auch mal wieder hier live gehen. Vielleicht für eine nice Runde Bingo oder so. Mit Fuddel, wenn der Zeit hat. Ja, so ein Ding wird das nämlich. So ein Ding. Ich hoffe, das gefällt euch. Aber falls ihr mal öfter live dabei sein wollt, fast jeden Abend auf Twitch. Leute, die einmal da waren, die einmal rübergekommen sind von YouTube. Meist gefällt es denen und viele bleiben da. Ne? Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Kostet nichts. So ein Ding ist das, Freunde. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ne? Vielleicht bin ich ja jetzt gerade, während ihr das hier schaut, online. Lasst einfach mal ein Follow da. Ich bin sonst vielleicht morgen online. Ihr Lieben, jetzt gucken wir aber hier. Du bist ruhig da hinten. Wir gucken jetzt hier ein Video. Was ist denn da, Kopfschmerzen? Das heißt Ausgepackt Geburtstagsgeschenk 2018. Ausgepackt Geburtstagsgeschenk 2018. Hey, sorry, Leute. Ich habe gerade eben einfach Schweiß in die Augen bekommen. Ich sitze hier in einem sehr heißen Zimmer. Und damit der Ventilator-Sound euch nicht auf Zwiebel geht, habe ich den Ventilator ausgemacht und seitdem laufe ich einfach aus. Nicht so, ne? Nicht Pipi machen. Ich meine jetzt wirklich Schweiß. Leute. Du bist jetzt ruhig, habe ich gesagt. So, wir gehen jetzt ins Video rein, Leute. Abfahrt, sage ich. Abfahrt, let's go. So, der will ja reden. Hallo Leute, servus und ein herzliches Willkommen an den Tag nach meinem Geburtstag, hier jetzt am 3. Ja, wollte gerade sagen, es ist also der 3. August, am 2. August war der Geburtstag. Es war der 28. Geburtstag, manche von euch haben sich den 30. Geburtstag schon ein paar Mal von mir gewünscht. Leute, den hat doch wirklich nun jeder schon gemacht. Wahrscheinlich war ich auch mal irgendwo zu Gast, als der schon mal gemacht wurde oder so. Ach, weiß ich auch nicht. Der ist einfach zu abgelaufen, Freunde. Der ist einfach zu abgelaufen. Ich habe mir jetzt den 28. genommen, ne? Den Tag danach, the day after. Let's go. Mittlerweile fast 17 Uhr. Man sieht schon neben mir so ein kleines bisschen so ein Eckchen von einem Geburtstagsgeschenk. Das war hier drinnen. Habe ich momentan schon raus. Aber Rainer, du hast doch so viele Freunde. Wo sind denn die ganzen anderen Geschenke? Wo sind denn deine ganzen Kumpels? Wo sind deine beiden Mädels? Wo sind die Freundinnen? Wo sind die alle? Ne? Also ist das... Ich kann mich noch daran erinnern an dieses Video, so halbwegs. Ich habe das, vor 4 Jahren oder so mal gesehen. Circa. Ja, nagelt mich nicht drauf fest. Das ist ein Tag nach seinem Geburtstag. Wo sind die ganzen Freunde? Ein Jahr später wird er ja wenigstens eine Geburtstagsfeier faken, ja? Er wird tatsächlich, Erzala, einen Tisch decken und sagen, ey Leute, hier haben wir gestern richtig gefeiert. Wenn man diese Szene Frame by Frame betrachtet, kann man sehen, dass all diese Flaschen noch zu sind, ja? Die Knabbereien auf dem Tisch sind noch zu. Er hat wirklich einen Tisch gedeckt, einen Fake-Tisch gedeckt, um den Leuten vorzugaukeln, dass er Freunde da hatte. Uiuiui, wenn du so weit bist, schwierig. Schwierig. Da waren aber noch andere Sachen drin und damit fangen wir jetzt mal an. Da ist einmal hier so ein kleines Säckchen. Wahnsinn, also das ist wirklich ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk, ne? Also Wahnsinn. Ich könnte euch erzählen, was ich alles zum Geburtstag bekommen habe. Letztes Jahr allerdings würde euch das wahrscheinlich langweilen. Es war eine Angel, also eine Rute, eine Rolle und so weiter. Also ich habe Angelutensilien bekommen, eine neue Rutentasche
und so weiter, weil ich auch das meiste von meinem Angelzeug einfach in Deutschland gelassen habe. Ja, wurde ich hier an meinem Geburtstag mit neuen Ruten, neuen Rollen und so weiter ausgestattet von lieben, lieben Freunden. Der Rainer, der natürlich unendlich viele Freunde hat, bekommt ein Säckchen mit einer Glaskugel drin. Ne? Ist auch schön, ist auch schön. Mit einer Glaskugel drinnen. Sau schön. Wunderschön. Also wirklich, jetzt bin ich, könnte ich meine Angeln gleich gegen deine Glaskugel tauschen? Dann hätten wir hier noch so ein kleines Paket dabei gehabt. Ich habe es noch nicht geöffnet, das machen wir gleich. Dann sieht aus wie ein Reagenzglas. Da steht drauf. Das sieht aus wie ein Heiltrank. Geöffnet, das machen wir gleich. Dann sieht aus wie ein Reagenz. Sieht aus wie ein Heiltrank. Finde ich cool, die Form. Mag ich. Würde ich trotzdem keinen zum Geburtstag schenken. Ne? Da wäre es wahrscheinlich, wenn ich jemandem Alk schenke, dann ist es wahrscheinlich irgendwo, wo ich auf eine Feier muss, wo ich sowieso keinen Bock drauf habe, nicht weiß, was ich mitbringen soll. Da bringt man eine Flasche Schluck, wenn man kennt. Ne? So, das ist komplett einfallsloseste Geschenk, was du haben kannst. Alkohol, ja. Was ein Quatsch. Also, sorry. Glas, da steht drauf www.bärenwein, ich glaube, soll wein.de heißen. Du kannst nicht www.wein.de lesen? Das, also. Bruder. Bruder. Drachenglut. Okay. Ist anscheinend ein Wein. Also vielen lieben Dank auch dafür. So, wir machen das hier mal auf. Steht auch Ja, Hauptsache es hat was mit Drachen zu tun, ne? Solange es was mit Drachen zu tun hat, ist es Rainers Lieblings, obwohl er keinen Lieblings hat. Egal, der Film Drachenzähmen leicht gemacht, war kein schlechter Film, ja, will ich gar nicht sagen. War ganz guter Film. Aber er ist einer von Rainers Lieblingsfilmen. Warum? Weil Drachen drinne vorkommen. Wenn ihm jemand sagen würde, dass Libelle im Englischen Dragonfly heißt, wäre die Libelle sein neues Lieblingstier. Es hat einfach mit Drache zu tun und dann ist es ganz großartig, ne? Happy Birthday drunter. Oh, schlecht. Was steht da drunter? Also vielen lieben Dank auch dafür. So, wir machen das hier mal auf. Steht auch Happy Birthday drunter. Oh. Warum steht da Happy Birthday drunter? Kann der Mann kein Englisch oder die Frau, die das geschrieben hat? Oder hast du es einfach jetzt falsch vorgelesen? Happy Birthday? Oh, schlecht. Happy Birthday. Warte mal, jetzt kommt's nochmal. Liebes YouTube-Support-Team, falls ihr das hier seht, ich bin ein Satire-Kanal. Ich darf das. Liebe geht raus an euch. Also vielen lieben Dank auch dafür. So, wir machen das hier mal auf. Steht auch Happy Birthday drunter. Oh, steht auch Happy Birthday groß drauf. Nein, da stand, glaube ich, Happy Birthday. Ja, da steht Happy Birthday, nicht Happy Birthday. Ich sag's ja nur. Ne? Wenn man es ihm nicht sagt, kann er es ja auch nicht lernen. So. Ich dachte gerade, die Alarmanlage geht los. Also nicht meine, seine. Oh, das muss ich sagen, finde ich süß. Da scheinen so ein paar handgeschriebene Zettel drin zu sein. Die Box macht Musik, wenn man sie aufmacht. Vielleicht sogar handgemacht selber. Finde ich schön. Doch, finde ich schön. Mit TF. Sind lauter kleine Briefchen drinnen. Power und Gesundheit. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Cool. Ja, beides nicht wirklich mehr vorhanden. Ne? Keine Power, ne? Nur wie Kalli. Einfach keine Power, Junge. Und Gesundheit. Ja gut, der Arzt kam extra mal zurück, um ihm zu sagen, wie gesund er ist. Wer ihm das jetzt glauben mag, okay. Ne? Okay. Wir haben doch verschiedene Gliedmaßen gesehen, die andere Schlüsse zulassen. Muss es leider. Das sind lauter Briefchen. Die mache ich jetzt nicht alle auf, weil es ist ein ganzer Stapel, wie man sieht. Hat sich jemand Mühe gegeben, finde ich schön. Und die gönne ich mir nachher, weil ich kann die. Die gönnt er sich nachher. Rainer und lesen, das nennt er dann gönnen. Ja. Ich glaube, diese Briefe werden jetzt noch ungeöffnet irgendwo liegen auf einer Deponie oder so. Musik jetzt nicht laufen lassen, während wir am Auspackvideo sind. Weil ich nicht weiß, ob die GEMA-rechtlich geschützt ist. Die hat sich jetzt nicht wirklich GEMA-rechtlich geschützt angehört, kann ich aber auch nicht sagen. Wenn du aber dieses Problem hast,
Ne, solltest du mal die Streams sehen, die du dann später auf Digga de Doggede gemacht hast. Ne, während du darüber redest, dass ein Ofenkäse zum Beispiel seinen Content aus anderer Leute Content, deinem, zieht, hast du in diesen Streams, ich will jetzt nicht übertreiben, deswegen sagen wir mal so, 95% Content von anderen laufen lassen, ne? Nämlich die Musik von anderen. Wieder zu. Dankeschön auch. Freue ich mich. Und wenn Leute dir das sagen, kamst du mit der Aussage: Oh Leute, jetzt genießt doch einfach mal die Musik. Wir sind doch nur hier zum Musik hören. Ne? Das ist nicht deine Musik gewesen. Das war die Musik, das war der Content anderer Menschen. Hat sich jemand echt Mühe gegeben. Wahnsinn. So, und dann noch dieses große Paket hier, das gehört dazu. Ich habe übrigens noch zwei weitere Pakete und ein Brief war auch noch dabei. Also. Noch ein Brief. Hier ist richtig was zu lesen hier. Ich habe das andere jetzt gar nicht gesehen. Moment. Dankeschön auch. Freue ich mich. Hat sich jemand echt Mühe gegeben. Wahnsinn. So, und dann noch dieses große Paket hier, das gehört dazu. Ich habe übrigens noch zwei weitere Pakete und ein Brief war auch noch dabei. Also zwei weitere Pakete sind von anderen Personen. Hier hätte ich noch einen Brief mit alles Gute drauf. Den können wir auch mal kurz aufmachen. Ist ziemlich dick. Spaß. Ich sage euch, wie es ist, würde ich so einen Brief bekommen und würde den im Stream irgendwie vorlesen und würde ich mir den zuerst durchlesen. Gerade in seiner Situation weiß man nicht, was drinsteht. Ne? Jupp. So, schauen wir noch ganz gerne rein, dass da nichts mehr drinnen ist. Ja, das tut er wirklich gerne. Also wirklich, ich will jetzt keine wilden Vergleiche anstellen, ne? Aber wenn er in diese Sachen reinguckt, ist da noch was drin? Er hat ein Poster bestellt, als Beispiel. Er hat ein Poster bestellt, sein eigenes natürlich, ne? Ich glaube, es war sogar das hier hinten, das Weiße. Hat er bestellt, zieht das eine Poster raus und guckt dann, ob noch was drin ist, ne? Er guckt da jedes Mal rein mit so einem erwartungsvollen Blick. Und es sieht einfach merkwürdig aus. So, dann hätten wir hier Happy Birthday, bleib immer Immer noch Happy Birthday. Naja. so, wie du bist, I learn language with extreme speed. andere gibt es noch genug. Gibt es schon genug. Steht drauf. So, und da ist dann ein Paketchenbrief drinnen. Ah, Da ist ein Paketchenbrief drinne. Wild. das feiere ich ja immer. Es ist auf zwei Arten geschrieben. Einmal mit Hand und einmal mit Computer. Ich habe wahrscheinlich eine Rücksicht auf dich genommen, ne? Ich weiß nicht, wie du im Lesen von Schreibschrift bist. Gerade eben war es mit www.wein.de schon schwierig. Hat sich dann vielleicht jemand gedacht, vielleicht kann er meine Schreibschrift gar nicht lesen. Und ich tipp's lieber nochmal ab, sicher ist sicher. Kleiner Fun Fact an den Verfasser oder die Verfasserin dieses Schreibens. Er wird es wahrscheinlich nicht gelesen haben. Er hat geguckt, ob irgendwie Geld drin liegt. Er hat geguckt, ob da ein Geschenk drin liegt, was ihm gefällt. Und wenn nicht, dann geht der Rest in den Müll normalerweise, ne? Wobei ich sagen muss, dass die Handschrift hier sehr feinsäuberlich ist und das finde ich sehr cool. Dann vielleicht ein Mädchen oder eine Frau halt, ne? Frauen haben meist die schönere Handschrift. Muss man? Also ich kenne zumindest mehr Frauen mit einer schönen Handschrift als Männer. Das würde jetzt auch zu lange dauern, das alles vorzulesen. Alles Gute und alles Gute zum Geburtstag und herzliche Und herzlichen Birthday. Grüße. Dein Geburtstag ist ein schöner Anlass, dir einige positive Wünsche zukommen zu lassen. Das sehen Rita, Ramona und wenn Rudi könnte, würden die drei es anders sehen. Ne? So, den packen wir gleich wieder weg, dann ist es nämlich ordentlich verpackt. Ja, du wolltest es noch lesen, Rainer. Warum packst du es jetzt wieder ein und tust es weg? Lass es doch auf den Tisch liegen, wenn du es gleich lesen willst. Wir sind da was auf der Spur, Freunde. Wir sind da was auf der Spur. Ich bin voller geiler Detektiv, Alter. Skybro, der Detektivprofi. Hallo, Bruder. Hallo. Wir sind ein Detektiv, ne? So, ich mag Ordentlichkeit, auch wenn ich mir. Rainer mag Ordentlichkeit. Rainer, nichts für ungut. Wir haben deine Küche gesehen. Deinen Flur, dein Schlafzimmer, dein, ich nenne es mal Arbeitszimmer,
Dein Garten, deine Terrasse, dein Grundstück, wir haben alles gesehen. Wenn du, oder dein Badezimmer, wenn du jetzt wirklich den Leuten erzählen willst, dass du Ordentlichkeit magst, dann könnte es sein, dass diese Menschen sich von dir für dumm verkauft fühlen. Sage ich dir, wie es ist. Nämlich ordentlich verpackt. So, ich mag Ordentlichkeit, auch wenn ich mir zu Hause nicht immer ordentlich bin. Ja, ich mag Ordentlichkeit auch. Und ich sage euch, wie es ist, wenn meine Mulle mal 2 Tage nicht da ist oder so, ja, sieht die Küche auch schon mal kurz aus wie nach einem Bombeneinschlag. Ich räume es aber auch wieder auf. So, und jetzt noch Also kurz bevor sie nach Hause kommen, ja, ist klar. dieses riesen Monsterpaket. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Voll das Monster wie ein Ford Ranger. Habe ich auch noch nicht geöffnet. Ich habe auch nur tatsächlich die Papierpackung geöffnet, weil ich mir. Also da haben selbst Leute wie Knossi gelernt, ne? Dass sie Pakete nicht im Stream oder so live öffnen. Gedacht habe, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt ein Auspackvideo, habe mir aber gedacht, da hat sich jemand so viel Mühe gegeben, weil ich auch die Pakete gesehen habe, die ja nochmal zusätzlich verpackt waren in dem Paket. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das so, weil ich möchte dann ja auch die Anerkennung an die Person geben, die hier so sich viel Mühe gegeben hat. Cool. Vielleicht hat der Satz einfach nur für mich keinen Sinn gemacht. Also, Anna, du schmeißt das Papier am Ende sowieso weg. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Oh, was ist das? Moment. Shape Light. Oh, von Philips. Die sind nicht sehr billig. Das sind die, die du mit dem Ding steuern kannst. Hier, ne? Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Fängt mit A an, hört mit Exa auf. Nicht, dass ich jetzt eure Maschinen da triggere. Aber kann man damit steuern und so weiter? Da kam, meine lieben Freunde, ne, hier, Punkt, 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 schalt das Arbeitszimmer auf blau, zum Beispiel. Das waren hier diese Sachen. Ne, die hat er zum Geburtstag geschenkt bekommen. Haben jemand so eine. Wie nennt man die Dinger? Es steht drauf. Lichterschlange? Weil Lichterkette. Ja, es sind Lichterschlangen. Okay. Es sind Lichterschlangen. Gut. Kette ist halt das, was da. Das sieht man jetzt, glaube ich, was über mir hängt. Ja, eine Lichterkette ist das, was du Weihnachten normalerweise an Baum hängst. Das ist das, womit du dein Arbeitszimmer beleuchtest. Ist auf jeden Fall so, um hinterm Fernseher zu beleuchten. Hat anscheinend auch verschiedene Farben. Nein, um hinter dem Fernseher zu beleuchten, Rainer, das muss im Fernseher integriert sein. Das ist ein Ambilight und wird auch vom Fernseher gesteuert. Ne? Das ist nichts für einen Fernseher. Da ist aber noch was drin. Das Paket ist ja viel größer. Eine Glühbirne. Noch eine Glühbirne. Ah ja, okay, das ist Moment. Ich versuche es mal einzufangen. Was drin? Das Paket ist ja viel größer. Eine Glühbirne. Da. Da haben wir es. Ja, auch so eine Philips-Glühbirne. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob da nur eine drin ist oder mehrere. Ich habe mir die auch mal angeschaut. Das ist ja jetzt schon wirklich viele Jahre her. Die waren mal verdammt teuer, sage ich euch. Also die haben, ich glaube, man hat eine Glühbirne irgendwie 80 Euro gekostet. Die waren also für eine Glühbirne, ist das anders wild vom Preis her, ne? Noch eine Glühbirne. Ich weiß nicht, was die heute kosten, ob es die heute noch gibt, ob die heute so vertrieben werden. Ich bin aus diesem Spielerei, was heißt aus dem Alter raus? Man ist ja nie aus so einem Technikspielerei-Alter raus irgendwie, aber es war für mich jetzt auch nie so wild, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben hätte. Von Ach, das ist von Nee, okay. Grüße gehen raus an Nee. Philips. Das Paket ist von Philips. Okay. Hey. Warum? 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 Ich frage mich gerade, sind das so Sachen, die mit dem Ökosystem. Ja, genau, Rainer, genau. Ich versuche gerade diese Worte, entweder das Punkt-Punkt-Punkt-System oder das A-Wort, also den A-Namen, ne, jetzt kein YouTube-Support-Team, ja, ich meine mit A-Wort nicht. Kein schlimmes Wort mit A, sondern damit die Geräte nicht anfangen zu
fragen, was ihr denn von denen wollt. Ich versuche immer, so gut wie möglich den Namen nicht zu sagen. Funktionieren. Auf jeden Fall Wahnsinn, ey. Vielen Dank, das ist doch bestimmt scheiße teuer gewesen, ey. Ja, da hast du recht. 2 Meter. Boah, Leute, ey, ohne Scheiß, es ist voll übertrieben. Vielen, vielen lieben Dank. Krass. Das ist halt echt Wahnsinn, Mann. Leute, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Gut, er bedankt sich aber wenigstens ordentlich dafür, ne? Finde ich in Ordnung. Das nehme ich auch mal zur Seite. So, das wäre der erste, das erste Fanpaket gewesen. Oder besser gesagt, das erste Geburtstagspaket, was ich bekommen habe. Vielen lieben Dank, Leute, das ist sau cool von euch. So, da ist ein Abfall, nicht wundern. Ja, nennt sich Zimmer, ne? Fußboden. So, ich habe hier noch ein Paket. Ich dürfte gar nicht meckern, ich sage euch, wie es ist. Ich habe gerade auch was weggeschmissen und habe es einfach hinter mich geworfen. Ich räume es aber gleich weg, vielleicht. Von jemandem. Ich sag natürlich den Namen bewusst nicht. Ich mach's mal. Na, obwohl, es geht nicht, scheiße. Ich mach's mal auf. Und das geht nicht? Oder was hat er jetzt gemeint? Wartet mal. Gut, ich hab mal jetzt. Da scheint auch ein Abfalleimer zu sein. Also in die Richtung war einer und in die andere Richtung auch. Okay. Glaube ich dir. Zwinker. Den Namen runtergekratzt, damit man das nicht sieht. Das muss nicht sein. Da steht der Name und Adresse drauf. Und das Haten überlassen wir denen, die Freude dran haben. Deswegen wird hier keine Namen erwähnt. Also ich kenne keinen Hater, keinen, den ich mögen würde, der Namen absichtlich veröffentlicht. Ne? Nö. So. Das ist ein ziemlich schweres Paket. Oh nein. Da ist wohl jemand... Oh nein. Okay. Bin gespannt. Jemand wahnsinnig. Oh je. Ich sehe schon einiges auf mich zukommen. Leute, ich versuche abzunehmen. Das ist euch... Oh, das sollte man ihm später mal nicht sagen. Ne? Denn wenn man sagt, ey Rainer, wie läuft deine Diät? Habe ich nie gesagt. Habe ich nie erzählt, dass ich sowas... Also ich hab nie gesagt, dass ich abnehmen will. Wenn man ihm dann Süßigkeiten schenkt, ey Leute, ich wollte doch abnehmen. Ich will doch abnehmen, ihr Wahnsinnigen. Ihr Verrückten, ich will doch abnehmen. Herr Rainer, wie läuft denn das mit dem Abnehmen? Habe ich nie gesagt. Das ist euch schon klar, oder? Es wäre schön, ne? Es wäre schön, wenn du es machen würdest. Ah, ich liebe Krache. Vielen lieben Dank. Ich nicht. Das ist sau cool. Aber du liebst auch so gut wie alles an Süßigkeiten. Vor allem Schokolade, die er ja nicht mag. Oh, da freut man sich wie so ein kleines Kind. Oh, ich bin ja ein großer Fan von Aufklebern. Warum auch immer. Dann kauft ihr neues Lego. Ja? Da sind viele Aufkleber mit bei. Lul. Grüße gehen raus an Held der Steine. Never out. Nee, never quit. So. Ist jetzt wirklich von... Wie kam man von quit auf out? Bruder. Oh, nicht zu wenden. Dann hätten wir ja... Ich liebe saure Gummisachen, ja? Ja. Gibt sowieso an sich Gummisachen, ne? Lisa. Oh, ich hab's irgendwie im Hals. Hätten wir eines von denen. Und was haben wir hier? Ah, Trolli! Die Schlangen. Es sind Glühwürmchen. Großartig. Sei dir verziehen. So. Ich habe jetzt wirklich so eine dulli Handbewegung gemacht, wie das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Manchmal, du. Frage mich auch selber, ey. Ich sollte Videos über mich selber machen. Oh, cool. Really? Sag's nicht. 2 davon sind meine absoluten Lieblings-Energy-Drinks. Dabei hat er gar keinen Lieblings, huh? Just saying. 1 davon trinke ich eigentlich gar nicht. Aber uneigentlich schon. Und eines davon habe ich lange nicht mehr getrunken. Das ist das hier. So. Warum hast du es lange nicht mehr getrunken? Vielleicht weil du es nicht magst dann, oder? Diese beiden sind meine... So, das hier sind meine Lieblings-Energies. Dabei hat er keinen Lieblings.
Also von Rockstar. Sau cool, vielen lieben Dank. Und was ich tatsächlich gar nicht trinke, und ich weiß, ich werde jetzt die ganze Welt schocken. Reini, das ist dir mit anderen Aktionen gelungen, ja? Da muss ich dir Props geben. Das ist dir mit anderen Aktionen gelungen. Ich weiß nicht, was du jetzt bringen willst, aber schock mich. Dr. Pepper Cola. Ja, sage ich euch, wie es ist. Mag ich auch nicht. Schmeckt für mich nach Zimt. Und ich mag kein Zimt. Aber ich trinke keine Dr. Pepper Cola. Mag ich überhaupt nicht. Ich trinke kein Dr. Pepper. Eigentlich. Ich meine, ich trinke es jetzt schon, weil ich es geschenkt bekommen habe. Ja, klar. Natürlich. Ich hätte es irgendwem anders gegeben, halt, dann hat der Freude dran, ne? Wenigstens freut sich dann jemand darüber. Ich würde es mir jetzt nicht auf Zwang reindrücken, einfach. Vielen lieben Dank. Und sau cool, aber ich trinke normalerweise keinen Dr. Pepper. Aber Dankeschön. Es ist schade, das zugeben zu müssen, dass Rainer und ich da doch eine gewisse Eigenschaft teilen. Wir mögen beide keinen Dr. Pepper. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Dr. Pepper mögt. Oder ob ich da. Schmeckt ihr den Zimt da raus? Ja, sowieso, Freunde, ne? Wenn ihr dieses Video hier schaut, ihr könnt ja mal kurz auf den Like-Button drücken. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben. Es wäre sehr, 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 sehr lieb von euch. Und sowieso Abo dalasst mit Glocke und so, ne? Falls ihr noch nicht gemacht habt. Oh, cool. Ich hoffe, ich wirke nicht immer undankbar, weil viele haben immer gesagt, manchmal tust du das schon. Ne? Gerade bei Leuten, die dir irgendwie Hunderte oder Tausende von Euronen gespendet haben. Und du die dann wegen eines Lesefehlers bannst. Das finde ich schon sehr undankbar. Zumindest wenn man es dann nicht einsieht und sagt, ey Bruder, tut mir echt leid, ich habe mich da verlesen, es soll nicht wieder vorkommen, ich gelobe Besserung. Okay, wieder ein Brief dabei. Lieber Rainer, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 29. Geburtstag. Das ist der 28. Geburtstag, oder? Nee, 29. Das stimmt, ich habe 2018, ist ja 29, logisch. Ich hoffe, du lässt dich an... Oh, ich habe die ganze Zeit 28. Geburtstag gesagt, ne, weil ich auch dumm bin. Sorry, Leute, mir ist der Fehler gerade aufgefallen. Deinem Ehrentag nicht von den Hatern ärgern. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Im Paket ist nur eine Kleinigkeit. Leider gar. Er sagt dazu nichts, weil er normalerweise nicht die Hater erwähnt, ne? Das wissen wir aber auch von ihm. Gab es. Was? Kein Mountain. Ich weiß nicht, was da steht und ich könnte dir jetzt sagen, dass er Mountain Dew geschrieben hat, ne? Könnte ich dir von hier sagen? Wahrscheinlich Mountain Dew. Ja, sehr wahrscheinlich. Oder Löschzwerge. Ich trinke schon seit ewigen Zeiten keine Löschzwerge mehr, Leute. Bitte. Das stimmt. Der hat auch nur für seine Kumpels da gehabt, die damals noch kamen. Und für sich selber trinkt er dieses Mischgetränk, dieses Bier mit Kirschlikör da. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht. Okay. Ganz im Ernst. Wenn dir das Geschenk auch nur für 30 Sekunden ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, wäre es das wert? In diesem Sinne, bleib deinem Motto treu. Never quit, also nicht mehr beenden. Niemals aufgeben oder halt niemals aufgeben. Never quit, also nicht beenden. Ja, unser Englisch-Rainer, ne? Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für diese geile Unterstützung. Sau cool. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit diesen ganzen Energy Drinks machen soll. Doch, weißt du. Trinken. Ne? Falls du es jetzt noch nicht gewusst hast, jetzt weißt du. Ich hab's dir ja gesagt. Wenn ich jetzt ohne Scheiß, jetzt nach meinem Geburtstag, das ist jetzt echt nicht wenig, nach meinem Geburtstag werde ich wohl erstmal 3 Wochen lang keine Süßigkeiten mehr brauchen, weil ich habe nämlich hinter mir schon eine ganze Menge Süßigkeiten in meinem Fach. Ja, die hast du dir auch selber gekauft, ne? Das kann ich jetzt schlecht machen gerade. Ist schon schlecht, wenn man mittlerweile so weit ist, dass man sich nicht mehr drehen kann. So, und ich habe hier noch ein letztes Paket. Dann müssen nämlich noch mehr Süßigkeiten rein. Irish Coffee. So. Da kann ich mich erinnern, dieses Paket war von TV-Mopf. Ne? Der war aus seinem Chat, der wohnt irgendwo in Irland oder so. War kurz verwirrt.
von dem Paket hier. Und hier ist ein, was ist das? Gut verpackt. Aber gut, es ist aus Glas, das Teil, es sollte gut verpackt sein. Na, das hat doch mal Stil. Ein Guinness-Glas, ja, Wahnsinn. Das ist ein unglaublich Stil. Niemand anderes hat ein Guinness-Glas. Ja, das sieht schon cool aus. Guinness, okay. Nicht schlecht. Ich trinke zwar eigentlich kein Guinness, also ich mag kein Guinness, ich hab's schon mal... Ja, natürlich. Gibt's irgendwas, was Rainer mag? Ich weiß nicht, warum immer dieses kommt, also ich mag das nicht und ich mag das nicht und ich mag das nicht. Ich mag keine Burger, ich mache das immer ein Dutzend. Ich mag keine Wurst, mein Grill liegt voll. Ich mag keine Schokolade, übrigens meine Schublade voll mit Schokolade. Warum? Man muss sich doch nicht schämen dafür, wenn man etwas mag. Auch wenn man selbst etwas völliger ist, kann man doch trotzdem sagen, zum Beispiel, ich mag Pizza. So, es denkt doch keiner, jo, du bist ja auch dick, natürlich isst du Pizza. Das denkt doch niemand. Niemand, der gesund im Geist ist, sagen wir mal, ne? Denkt doch nicht so. Also, auch hier, ich mag keinen Burger King, ich mag keinen McDonald's. Meme, man sieht ihn, als er in Nürnberg war, sieht man ihn ständig bei Burger King und McDonald's. Meme, ich mag keine Pizza. Wie oft hat er sich die Pizzen reingerendert in seinen Streams? Und so weiter und so weiter. Ich mag keinen Döner. Kurz nach der Ford Ranger Staffel, oder kurz während, nach dem Beginn der Ford Ranger Staffel, klemmt er sich einen Döner zwischen die Kiemen und sagt, ja, ich habe mir mal gestern zwei gekauft. Warum, wenn du es nicht magst? Ist jetzt nicht so unendlich gesund, dass man sagen könnte, ich mag keinen Brokkoli, aber ich esse es mit, ne? Getrunken, ja, tatsächlich. Aber trotzdem ist sehr cool. Gut, dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Die besten Tated ist... Ich kann auch sagen, ey, Guinness habe ich getrunken, mit einem Schluck Cola drin schmeckt das ganz gut. Entschuldige bitte, Troll Lindemann, falls du das hier hörst. Ich weiß, du willst mich jetzt hauen. Irish Volume 2. Also ja, also es ist also das Thema Irland angelehnt. Ne? Guinness, Irish Coffee und ja, eine irische CD, okay. Ich weiß nicht, ob man dafür jetzt wirklich ein Paket aus Irland bekommen müsste oder ob man das nicht auch in die Rewe bekommt. Wer weiß. Anscheinend irische Musik. Da hat jemand das Preisschild abgekratzt. Sehr gut. Genauso macht man das bei Geschenken. Das ist richtig. Hier in Spanien übrigens nicht. Das ist hier gar nicht üblich. Bei Geschenken das Preisschild abzumachen. Hat mich echt überrascht. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Welt ist. Keine Ahnung. Falls ihr da irgendwie Erfahrungen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Vielen lieben Dank auf jeden Fall auch dafür an dich. So, was haben wir hier noch? Da hat jemand vergessen, das Preisschild. Also da ist mein Finger jetzt auf. Da hat jemand vergessen, das Preisschild abzukriegen. Was ist denn das? Also ein Celtic Cross, ne? Was Seamus auch hat. Knicken. Aber sau cool. Ein irisches Kreuz. God please... Celtic Cross, ja. Wenn ich jetzt richtig liege, ne? Ich will jetzt hier nicht den Klugscheißer raushängen lassen und dann am Ende vielleicht falsch liegen. Home, home. Auf jeden Fall sau cool. Vielen lieben Dank. So, dann legen wir das mal zur Seite. Ist da noch mehr drin? Ich denke, da wird auch noch ein Brief zu finden sein. Cool. Neuer Aufkleber. Ist das ein Aufkleber? Tick-Tack steht da, ist ja heilig beängstigend. Aha, ich weiß, von wem das Paket ist. TV-Mob. Das Paket könnte von TV-Mob sein. Ja, das ist von TV-Mob. Da steht noch, für alle, die es nicht wissen, TV-Mob ist ein Juna-Abonnent. Es Abonnenten. Schade, ich dachte wirklich, das erste Wort am Anfang war groß geschrieben... Abonnent hätte auch groß schreiben können, am Ende das T und das N vertauscht. Schade. Ich dachte, ich sehe das erste Mal einen Satz ohne Rechtschreibfehler, aber es soll wohl nicht sein. Okay. Dachte doch. Irisch? Da ist doch was. So, also ein Irland, ich glaube, das ist ein Aufkleber. Und. Da hat sich jemand einfach wirklich hier, da siehst du das, also wirklich. Da hat sich jemand einfach in einem Touristenshop ausgetobt, ne? Das sind einfach Touristen mitbringen, so.
Sau cool. Okay, ist da noch mehr drin? Ein Brief oder so? Das ist gut verpackt alles. Ah ja, hier ist noch ein Brief. Nee, eine Briefkarte. Eine Postkarte. Und was ist das? Okay. Eine Briefkarte, Junge. Was ist das? Ich sehe nichts. Wer ist denn das? Eine Bimmel? Okay, das hier wäre zum Beispiel fast untergegangen. Was ist das? Irische Moorhold. Irish Moorhold. Mal eine blöde Frage, die mich jetzt interessiert. Entweder kann ich es nicht verstehen, ich weiß nicht, was es ist, oder er hat es falsch vorgelesen, ich weiß es nicht. Falls ihr wisst, was es ist, sagt mir gern Bescheid. Was hat er denn hier für eine Zeitung? Drummo. Autos. Okay. Guckst du jetzt in die Zeitung, mit denen er das Glas verpackt hat, oder hat er da wirklich eine Zeitung mit reingelegt? Okay. Kann ich bei Gelegenheit mal Zeitung lesen. Da dieses Paket aus Irland kommt, falls denn so ist, glaube ich nicht, dass du diese Zeitung lesen kannst. So, das waren meine Pakete mehr oder weniger zum Geburtstag. Und wieso mehr oder weniger? Hä? Rainer, in jedem Paket stand Happy Birthday, ne? Laut dir. Warum mehr oder weniger zum Geburtstag? Vielen lieben Dank auch auf jeden Fall an TV-Move. Das ist jetzt leider nicht im Stream ausgepackt, das tut mir leid. Aber ich wollte... Ah ja, stimmt. Er hat ja... Oh, Entschuldigung. Er hat ja zu ihm gesagt, ich packe dein Paket im Stream aus. Ja gut, er wusste nicht, dass es von da kommt, ne? Er hätte ja sehen können eigentlich, dass der Absender irgendwie aus Irland ist. Ja. Aber ey, wie gesagt, auch selbst Knossi und so weiter. Warum sage ich selbst Knossi? Das klingt so abwertend irgendwie. Soll es gar nicht sein. Aber auch Knossi hat gelernt, so Pakete nicht im Stream zu öffnen. Man weiß, was drin sein könnte. Ich will jetzt die Woche nicht streamen. Das ist ein bisschen. Ja, ist die Geburtstagswoche. Der Geburtstagmonat, da wird auch mehr Schwiebstab getrunken. Das kennt man. Blödes Timing gewesen mit meinem Geburtstag und so. Ich denke, das Video werde ich heute auch noch bearbeiten. Rainer, wie kann denn ein Geburtstagsgeschenk ein blödes Timing sein wegen dem Geburtstag? Also, ich verstehe es manchmal. Ich würde manchmal gerne die Logik einfach dahinter den Sätzen verstehen. Ist egal. Ist egal. Was soll's? Warum versuche ich immer noch dahinter eine Logik zu erkennen? Arbeiten und dann denke ich heute Abend spätestens morgen hochladen. Das heißt, es sollte am Samstag spätestens kommen. Das ist dann der 4.8. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das Video geht aber noch 40 Sekunden oder so. Nächsten Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut mal. Ciao, Leute. Okay, ich werde jetzt mal kurz schauen, ob das noch weitergeht. Ja, meine lieben Freunde, ciao, es geht noch weiter. Da ich am 3. kurz nach diesem Video die Stimme aus dem Äther hier die Nachricht bekommen habe, dass ich nichts mehr hochladen kann, weil mein Account wegen Strikes gesperrt ist, habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt heute mal auf dem Kanal. Es kann sein, dass... Du hast also damit eine Bannumgehung begangen. Wild, das zuzugeben, Rainer. Du hättest 2018 also schon gesperrt werden sollen. Ui! Dem 7. wieder frei zugänglich ist, dann machen wir auf dem anderen Kanal weiter, was ich dann mit... Du musst dir vorstellen, Reinhard gesagt, er hat nie eine Bannumgehung begangen, nachdem er dann zugegeben hat, dass er es getan hat und deswegen sein Kanal gestrikt wurde, gesperrt wurde. Er hat das 2018 schon mal zugegeben. Krass. Dem hier macht, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, und ich werde das Video hier auch noch auf dem anderen Kanal hochladen. Vielleicht auch ohne diese Nachricht hier. Mit dem... Wäre sinnvoll. Diese Nachricht ist nämlich nicht sehr positiv. Ne? Würde die nicht sehr positiv ausgelegt werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Ciao. Sayonara Matane. So, meine lieben Freunde, da haben wir schon mal gesehen. So, das war 2018 schon mal. Guck an. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Natürlich schreibt gerne einen netten Kommentar. Ich freue mich immer, wenn ich einen netten Kommentar lese. Freue mich immer. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Wie gesagt, ne, Twitch-Link in der Videobeschreibung und so weiter. Ihr könnt ja mal vorbeikommen.
Falls ihr da keine Lust drauf habt, hoffe ich, wir sehen uns hier wieder beim nächsten Video, beim nächsten Streamende. Bis dahin, meine lieben Freunde, werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ja? Ganz, 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 ganz viel Liebe an euch. Und Metal Love.